Willst du jetzt rauchen? Na, gleich kann ja wieder für 2 Stunden nicht mehr. Weiß Papa immer noch nicht, dass du rauchst? Warum soll ich ihn denn unnütz aufregen? Das erzählst du schon, seit du 14 bist. Na, dann ist ja jetzt auch egal, oder? Also, wir fangen jetzt mal ganz unverfänglich an und fragen, wie es denn so mit dem Treppensteigen aussieht und so weiter. Okay. So, und dann erzählen wir irgendwann ganz spontan von Tante Grit und ihrem tollen Zimmer im Pflegeheim. Dann komme ich auf die spontane Idee, dass sowas doch auch ganz gut für Papa wäre. Genau. Gut. Und das mit der Überschreibung des Hauses von wegen Erbschaft, Steuersparen etc., das machst du? Nee, das machst du. Claudia, du bist Papas Liebling. Bei mir rastet er gleich aus. Mensch, ich verstehe doch gar nichts davon. Und den Braten, den riecht er doch 3 Meilen gegen den Wind. Dann schlag was Besseres vor. Mir fällt aber nichts ein. Zigarette weg, da kommt er. Mensch, warte, ich muss noch sprühen. Hallo Papa, na? Na, ihr hättet doch schon reingehen können. Hallo Papa, wir warten noch gar nicht lang. Hallo, grüß dich. Alles klar. Hunger hab ich. Das passt, wir auch, nicht, Holger? Na gut, dann mal los. Guten Abend, Sega, ich habe deinen Tisch reserviert. Dorthin. Was nimmst du, Per? Weiß nicht. Wahrscheinlich Pizza. Du? Ich finde einen großen Salat ganz gut, glaube ich. Ja, mach doch. Alles klar. Weißt du? Und dir Wasser? Ja, für mich bitte. Und? Wir haben was gefunden. Si. Einmal den Insalata della Casa und eine Pizza Capricciosa. Also, was wolltest du mir denn nun sagen? Du meinst, wir gehen heute Abend zum Italiener, weil du mir was sagen willst? Ja, will ich auch. Halt dein Wort fest, Chiara. Ich muss noch erst aufs Klo. Ja, das habe ich doch gesagt. Morgen um 16 Uhr kommt der Typ und dann muss die Präsentation... Ja, dann machst du mal länger. Ist ja auch dein Auftrag. Dein Essen wird kalt. Ja, Moment, was sagst du, Schatz? Dein Essen wird kalt. Ja, Jens, mein Essen wird kalt. Sind wir dann durch? Gut, danke. Bis morgen. Was will er denn? Ach, es geht um morgen. Da kommt dieser Typ von der Consulting-Agentur und will mit uns die Präsentation durchgehen. Ach komm, ist egal. Es ist dein Geburtstagsabend. Und ich habe auch noch was für dich. Wirklich? Ja, sicher. Oh, sorry, Schatz, aber da muss ich kurz ran. Ja, Berger? Ah, Herr von Gehlen. Ja. Ja, morgen um 16 Uhr. Habe ich dir eigentlich das von Babsi und Torben erzählt? Nee, was denn? Die trennen sich. Was? Ja, hat mir Rieke erzählt. Aber wieso? Er hat seine alte Jugendliebe wieder getroffen und zack. Was zack? Na, zack, waren die alten Gefühle wieder da. Kommt in den besten Familien vor. Passiert. Zack. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a signora, tanti auguri a te. Dankeschön. Congratulazioni. Dankeschön. Grappa zum Geburtstag. Oh, danke. Salute. Und herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn Ihr Mann? Keine Ahnung. Vielleicht auf Klo. Da kommt er. Sorry, Schatz. Aber das war wichtig. Das ist es ja immer. Oh, du hast schon Kuchen bestellt. Dazu aber noch 2 Prosecco, oder? Entschuldigung. Jetzt das Essen kalt. 3 Euro ante. Prego. Ja, danke. Buon appetito. Grazie. Guten Appetit. Sag mal, Schwesterherz, wie geht's eigentlich Tante Grit? Hab lange nichts gehört. Die ist doch jetzt in diesem Altenheim. Das ist eine arschteure Residenz. Helen sagt, so möchte sie mal Urlaub machen. Ja, kann sie doch. Muss nur ihre Mutter öfter mal besuchen. Ich glaube, der gefällt's da ganz gut. Glaubst du? Schmeckt's euch denn? Ja, wenn ich zu Hause Fisch mache, dann... Du musst ja nun wirklich nicht mehr selber kochen, Papa. Nee, müssen muss ich nicht. Aber wollen will ich schon.
Hallo. Haben Sie noch einen Tisch für drei Personen? Haben Sie reserviert? Nein, leider nicht. Carla, Tisch 2 abgesagt. Ist frei. Dann gerne da. Ich glaube, wir können auch gleich zu trinken bestellen, oder? Paul, eine Fanta, ich nehme ein Bier und Susanne Rotwein, oder? Ja, ja, passt schon. Primitivo. Primitivo. Tutti paletti? Hopp her! Was denn? Du und dein Restaurant italienisch. Ist doch peinlich. Findste? Naja. Pass mal auf. Una otra vino bianco, por favore. Hm? Toll. Ich bin nämlich halber Italiener. Schon klar. Deshalb werden meine Kinder auch Adriana und Pedro heißen. Pedro ist übrigens eher spanisch. Hm? Nichts. Schon was gefunden? Eine Pizza für meine Frau. Pizza? Ja. Ja, bitte. Ich glaube, ich nehme tatsächlich eine Pizza. Frutti di mare, bitte. Und für dich bestimmt auch was, Paul? Nö, ich will diese Macaroni della Casa. Ach komm, nimm doch eine Pizza. Ich will aber Macaroni. Ich will schon mal gar nicht. Außerdem schaffst du es dann wieder nicht. Und sag da auch mal was. Vielleicht gibt's ja eine Kinderportion. Ich will aber eine große. Jetzt ist aber Schluss. Macaroni? Ja, aber eine Kinderportion. Eine große. Eine kleine. Eine große. Eine kleine, verdammt! Pass mal auf, mein Freund. Was man sich bestellt, das muss man auch aufessen. Im Lokal wird der Teller leer gegessen. Komplett. Haben wir uns verstanden? Ja, die gucken schon alle. Kinder. Kriegen wir schon hin. Und für Sie, Signore? Ich nehme die gemischten Nudeln, bitte. Pasta mister? Ja, sage ich doch. Sehr gerne. Das war jetzt nicht das letzte Mal. Mit dir kann man nicht ins Lokal gehen. Nun lass doch. Ist doch wahr. Frutti di mare, Macaroni della casa per bambino, Pasta mister per le signore. Pasta mister. Pasta mister. Bene. Prosecco? Dankeschön. Hat's nicht geschmeckt? Ah, doch, doch. Ich hatte nur nicht so einen Hunger. Soll ich's einpacken? Oh, sorry. Ja? Ein Espresso oder zwei? Wie war deins? Hättest ja probieren können. Was bist denn jetzt so zickig? Wie bitte? Ist doch wahr, so ein schöner Abend. Hab ich was Falsches gesagt? Nein. Vielleicht solltest du mal einen Schnaps trinken. Una Sambuca senza Kikikik. Oh, her! Es war auch nicht so einfach mit dir heute Abend. Prost, Brüderchen. Brüderchen, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Früher, da habt ihr dieses Hörspiel Brüderchen und Schwesterchen. Ja, diese Hörspielkassette, ja. Dieses andere auch mit diesem wilden Mann mit der rostbraunen Farbe. Ja, der Eisenhahn ist ja, oh, davor habe ich mich gegruselt. Du warst eben immer zart beseitet. Außer wenn es ums Essen ging. Da konnte sie zur Furie werden. Ja, einmal, da hast du ihr ein Brötchen mit einem Schokokuss geklaut. Da hat sie dich durchs ganze Haus gejagt. Ja, und das Haus ist ja nicht gerade klein. Nee, wirklich nicht. Für einen alleine eigentlich viel zu groß, oder, Papa? Stimmt. Ist dir das nicht manchmal unheimlich? Nein. Warum? Macaroni della casa. Frutti di mare. Danke. Die Pasta mista. Buon appetito. Und schön alle aufessen. Ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich ruf zurück. Ja dann, guten Appetit. Guten Appetit, Papa. War's gut? Ja, war gut. Vielleicht ein bisschen viel. Wie ist deins? Also ich meine, geht's noch? Mhm. Bisschen Pfeffer? Mhm.
Vielleicht einen Schnaps dazu? Oh. Ich nehme einen. Sehr gerne. Danke. Martin und Sandra fragen, ob wir Lust haben, nächste Woche zu ihnen zu kommen. Sandra hat ein neues Rezept und will es ausprobieren. Er nicht, oder? Na, Mensch, Stehmann vom Kurier. Ist das hier mit den Nudeln? Was da, Mister? Sie? Darf ich mal kurz gucken gehen? Wie? Stefan. Carla. Ciao. Ciao. Wie ist er denn hier? Entschuldigung, dürfen wir kurz ein paar Fotos machen? Wozu? Sehr gut. Haben Sie auch Dessert? Tut mir leid, Paul. Ich hab's nicht geschafft. Ist nicht schlimm, Papa.